Hallo und herzlich willkommen, ich bin Tritin und wir let's testen weiterhin den Fußballmanager 08. Und ja, dann wollen wir einfach mal gleich anfangen, ganz unverblümt, ja. So, gleich kommt eine Taste, müssen wir drücken, dann kriegen wir auch schnell Start. Wenn ich es jetzt hinbekommen habe, dann müsste es so wieder sein, dass wir unseren alten Verein haben. Falls nicht, unser neuen Verein, ich meine Tritin AG da, oder kurz Tag, ja. Und ja, sonst sind wir in Nürnberg drin und bald ist ja die 100 Folgen Special und dann, ja, werden wir erstmal abwarten. So, wir sind wieder da, der Trainer, Medien, nein, wir machen das mal relativ weit nach unten und starten einfach. Okay, wir sind wieder der alte Verein, wir sind aber jetzt Dritter, wir sind Zweiter. Und hier ist alles von alleine gerade. Wo sind wir denn? Hier, Deutschland. Ach, das ist EM. Oh, wir sind Erster. Sehr gut. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich hier klicken soll. Irgendwie läuft das ganze Zeit durch. Das ist ganz schön schnell gerade hier. Oh, hier. 5 Nachrichten. Ja, das ist ja was. Ja, wir können jetzt alle nominieren. Machen wir aber nicht. 3 Leute haben das Trainingsziel nur erreicht. Also das weiß davon, dass wir relativ schlecht sind. Den stelle ich mal gleich ein. Vertragsdauer 5 Jahre für die zweite Mannschaft. Und jetzt endet er das. Passiert da noch mal was? Okay, dann klicken wir hier doch einfach raus. Nö. Ja, was ist denn das hier? Der ist schon 25? Oder wie? Nee, was ist das jetzt? Keine Ahnung. Nein, wir wollen den nicht haben. Den wollen wir auch nicht. Und wir gehen jetzt zur ersten Nachricht. Sprache lernen. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Also Karriere. Privater Bereich, wo ist Karriere? Da. Hallo. Privater Bereich. Sehe ich gerade gar nicht. Da. Und dann eine Sprache auswählen. Fremdsprache. Nehmen wir einfach mal Englisch. Gut. So, jetzt pfeifen wir einfach mal. Sehr schön, ich bin wieder rausgeflogen. Es freut mich immer und immer wieder. Dann sehen wir uns gleich. Tschüss. So, da bin ich auch wieder und gleich hat das hier gestartet wieder. Jetzt komme ich wieder ins Menü rein. Keine Ahnung, was hier los ist. Das Spiel ist einfach ein bisschen komisch. Wir klicken mal auf Kalender. Okay, hier gibt's was. Hier kann ich aber nichts anklicken. Wir machen einfach mal hier weiter. Ups, nicht auf Kicker. So, mal sehen, wo sind wir? Wir sind hier gar nicht mehr. Ach, das sind die Spieler. Hier, FC Nürnberg. Das ist gut, wir sind mit Abstand Erster. Transfers der Woche, ja. Ablöse. 950.000 Euro.
Verkaufen wir denn? Ich will den verkaufen. Geht nicht. Sieht aus wie ein Foto, richtig. Und dann halt mit Photoshop oder so halt rausgeschnitten das. Dagegen sieht der hier ganz anders aus. Wenn man mal vergleicht, die beiden hier. Und der. das sind locker Fotos, muss ja. So gut kann das Spiel gar nicht animieren. Na, so animiert das Spiel. Ja. Schön, dass ich auch immer rausfliege. Achso, Stärke kann ich ja richtig hochdrehen. Ups, so ein bisschen zu hoch. So. Dann kaufen wir diese Person einfach mal. Können wir nicht. Okay, dann kaufen wir den nicht. Was ich mich jetzt aber frage, sind wir jetzt in-game oder ist das eigentlich das Spiel erst, wenn wir spielen? Das Spiel verstehe ich irgendwie nicht. Oh, wieder zwei Nachrichten an mich. Von gestern. Wie alt ist denn der? 17? Der soll 17 sein? Ist klar. Dann bin ich aber der König von China oder Kaiser oder was sie da haben. FC Schalke 04. Oh, wir sind gesunken. Und wir haben wieder drei Nachrichten bekommen. Scouting abgeschlossen. Scout hat neue Informationen und was? Wie heißt der denn? Schunli Pagenburg. Ist verletzt, ja. Ja, den brauchen wir auch gar nicht, so wie der aussieht. Pagenburg. Ich kann hier klicken, was ich möchte. Nein, das mache ich nicht. Okay. Weiß nicht, was das sein soll jetzt. So, jetzt sind wir im Menü wieder. Und die finanzielle Situation des Vereins ist gut. Das ist gut. Und es liegen Ihnen Angebote vor. Juhu, Sie sollten zumindest verhandeln. Ist erledigt. Hier kann ich gar nicht klicken. Doch. Stimmung. Ja, hier. Und Betrag. Need for Speed verhandeln. So. Ja, und Need for Speed, was brauchen wir denn immer? Ja, so. Haben wir eigentlich das schon geschafft, was ich wollte? Und zwar hier, das verhandelt er zwar gerade, aber das ist ja dann bei der nächsten Aufnahme wohl fertig. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ich mal wieder nicht so viel verstanden habe und diesmal auch etwas weniger geredet habe. Aber momentan ist das mit den Pollen ganz schlimm. Und ja, bitte nicht so entschuldigen. Dafür gibt es bald ein etwas längeres Video. Vielen Dank fürs Zugucken. Euer Tri-Team.